Wie groß sollen eigentlich überhaupt die Ebenen werden? Habe ich auch schon so überlegt, vielleicht maximal so 4, 5 Blöcke lang. Okay. Dann können wir ja mehrere, also nicht mehrere Sachen, verschiedene Sachen auf jeder Ebene basteln, weißt du? Prinzip schon, ja. Mal Melonen. Obwohl, ne, Melonen müsste man ja Dann wirklich. sage ich mal, wir machen das ab der Ebene hier. Dann haben wir oben auf jeden Fall genug Platz, um noch eine Pistenkonstruktion hinzubasteln und es wird nicht zu hoch. Oder Habe was ich denn. meinst du? Habe ich da eben nicht erst angefangen zu bauen? Und musste da eben gerade alles. Ist egal. Ja, ich höre einfach auf dich. Ja, Sir. Also Suche. Ja. Jetzt wäre ich gerne Alchemist. Ach ja. So. Es ist nicht immer leicht. So Full Metal Alchemist mäßig. Weißt du? Man muss es halt mehrmals überdenken, die ganze Geschichte. Ja, du überdenkst sie 1000 Mal und änderst dreimal deine Meinung. Ja. Es ist eben so, wenn man baut. Du könntest ja auch mal irgendwie das Ganze erklären, wie es funktionieren soll. Ich Woher höre soll nicht ich denn zu. wissen? Ich weiß doch selber nicht, wie es funktioniert. Da musst du dir einen Plan machen. Man ändert halt schnell seine Meinung, wenn man hier versucht zu basteln. Ja, ich bastel leider nur sehr viel in Minen rum. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen nachteilhaft. Ich bin relativ unkreativ, wenn es um Dingens geht, um Gebäude. Wie viel haben wir gesagt? 4 oder 5? 4 oder Vier bis 5? fünf. Ich würde Such jetzt dir was echt mal aus. 5 sagen, weil 5 sieht ein bisschen schicker aus, oder? Wenn du Ein was bisschen breiter. sagst. Ja, da muss das wohl stimmen. Ja. Das habe ich nicht gesagt, das hast du jetzt gesagt. Ja. Oh je, das kann ja was werden, diese Konstruktion. Hätten wir nicht irgendwie, keine Ahnung, einen Vogelkäfig bauen können? Wir sind hier nicht bei Don't Starve. Ich weiß. Sollten wir mal wieder spielen? Eigentlich schon. Da man sich das jetzt ja kaufen kann. Konnte man vorher auch schon. Hab ich zumindest auch gemacht. Ja. Okay, das war jetzt ein bisschen komisch. Ich meine, als halt damit, wir können jetzt ja die Vollversion spielen, meinte ich. Das Okay, meinst du? das war jetzt ein Dass die bisschen. Vollversion schon freigeschaltet ist? Weil wir haben ja nur die Beta gespielt. Genau. Haben wir jetzt schon 5? Hier oben sind es 5, ja. Ja, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich kann noch zählen. Die Fähigkeit ist mir bereits abhanden gekommen. Ja, ich merke das schon. So. Falls du Eisen oder so brauchst oder Holz, ich habe ganz viel. Ich wedel dann laut mit den Armen. Ja, laut mit den Armwedeln funktioniert, aber ich kann nicht mit irgendeinem Finger drauf zeigen auf Sachen oder wie. Alles klar. Irgendwann wird der Tag kommen, wo wir eine Mod entwickeln werden, wodurch man mit den Armen wedeln kann. Und man auch Objekte zeigen kann. Genau. Na dann mach dich schon mal schlau in. Welche Programmiersprache hat das Java? Java. Wir haben übrigens noch gar nicht festgelegt, bis zu welchem Punkt es da hinten gehen soll. Aber wir können ja das nehmen, was du hier schon gebastelt hast, oder? Hier hinten, so, wo ich gerade stehe. Ja, das ist halt so das Ende der Markierung, was du gebaut hattest. Ja, das hatte ich jetzt einfach nur mal schochsenshalber hier gebastelt. Wir Also können das es ja war. immer noch in die andere Richtung erweitern, also so ist nicht. Doch ist es wahr. Wir werden ganz viel Erde danach haben. Oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch nicht. Hey, Huhn. Was? Ein Huhn. Das Raphuhn. Nein, nicht das Raphuhn. Hast du Bilder im Kopf oder was? Nee, keine. Obwohl jetzt doch. Ich fand den Text gar nicht mal so gut vom Raphuhn. Ist er auch nicht. Wusstest du, dass es in einem, ich weiß es gar nicht, bestimmten Bundesstaat von. Ich dachte jetzt eben, du kommst schon. Wusstest du, dass es in einem indizierten Spiel denn das Raphuhn gibt oder so? Nee, ich wollte gerade sagen, also ein unnützes Gesetz, was dich interessieren könnte. Au. Naja, es gibt in Amerika irgendwo ein Gesetz in irgendeinem Bundesstaat, dass da ist es verboten, auf der Hauptstraße rückwärts zu gehen. Davon habe ich schon mal gehört. Wenn du verstehst, worauf ich hinaus will. Du wenigstens das verstehst, die Zuschauer werden es definitiv nicht verstehen. Ja. Ja, das hat mir eine gewisse ehemalige Arbeitskollegin erzählt. Ah, okay.
Die kam auch an. Ey, guck mal, ich habe da einen Witz, der könnte, oder nicht einen Witz, eine Information, die könnte für dich interessant sein, weißt du? Dann kommen sie auf einmal alle an. Alle mit demselben Text, weißt du? Ja, einmal laberst du Scheiße und schon wird's dir ewig nachgehen. Ja. Hängst dir ewig nach. Aber ich bin noch ein bisschen stolz drauf. Auf diesen schlechten Witz. Dieser richtig schlechte, rassistische Witz auch noch dazu. Wo ist denn der rassistisch? Fakten mit Fakten belegt. Gar nicht. Das könnte eine Rubrik bei uns sein. Fakten mit Fakten belegt. Ja, leider haben wir weder Fakten noch belegen wir diese. Naja, ich werde da mal ein paar Aufzeichnungen machen, weißt du? Ich stelle mich da einfach mal mit der Kamera vors Haus und dann gucken wir mal. Du könntest die Aufnahmen einfach rückwärts abspielen. Naja, das wäre ja dann quasi der Trick, den ich dann in der Post-Production anwende. Ja, deswegen. Ja. So wie ich dich kenne. Du manipulierst alles, um deinen Willen und dann, zu leben. Eigentlich nicht, nein. Doch. Ich hab dich geschaut. Macht das nicht nur Leute, die UFO-Fotos fälschen? Wie du sagst, es könnte sein. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, da geht's. Willst du uns einfach damit sagen, dass das keine echten UFOs sind? Vielleicht. Düm, düm, düm. Weißt du, trau bloß UFO-Fotos, die du selbst gefälscht hast. Dann darf man denen ja auch nicht trauen. Ja, siehst du? So viel zu UFO-Fotos. Jetzt beantworte endlich meine Frage. Welcher Wagen hat die Vorfahrt? Der rote. Und wenn es keinen roten gibt? Dann würde ich sagen, lass uns doch mal Minecraft spielen. Vergiss es, ich spiele gerade Minecraft. Das passt. Ja, das wird doch. Ich denke, wir haben eine große Karriere vor uns als Landarbeiter. Als Bauern. Dankeschön, das reicht. Wir müssen dieses Stein hier noch alles durch Erde ersetzen, oder? Zumindest halt die untersten, ja. Genau, hast du recht. Weil sonst kann da ja nichts drauf gedeihen. Ja, höchstens eine Steinblume. Gibst du was in Minecraft? Dankeschön. Weiß nicht, vielleicht später irgendwann. Okay. Man kann sich auch unterirdisch eine Baumfarm basteln, also ist ja auch ziemlich cool. Kann man sich auch oberirdisch. Kann man auch, aber unterirdisch ist halt auch cool, weißt du? Hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Witz. Ich glaube, das macht auch mehr Sinn wegen den Blockierungen halt beim Wachsen für die Bäume, weißt du, durch die Steine. Die können dann halt nicht so blöd wachsen. Aber es ist halt wachsen halt immer gleich. Das ist ein bisschen so real halt. Ja, aber es funktioniert. Das ist wohl wahr. Wir spielen ja auch immerhin Minecraft, also. Ja, nichts ist unmöglich. Toyota. Es geht, dass die noch andere gute Auto machen. Ey, hier, hast du diese News gehört zu Saints Row? Oh, vier? Nein. Welche denn? Die fünfte. Nicht die wievielte, welche denn? Ja, Inhalt. Es ging um den Inhalt der Collectors Edition. Okay. Hast du noch gar nichts dazu gehört? Natürlich nicht. Du kennst mich. Ich muss gerade überlegen. Ah, das war blöd. Also es wird eine Collectors Edition zum Spiel geben und die ist auf 1 limitiert, auf eine Version. Also eine Stückzahl, sagen wir es mal so. Eine Stückzahl. Also, was, es wird nur eine einzige Collectors Edition geben, also nur ein einziges Mal. Ein einziges Mal wird es die geben und sie kostet $1 Million. 1 Million Dollar. Ist das ein Gag? Ein bisschen. Also, da ist ganz viel geiler Scheiß mit drin. Zum Beispiel eine Replika von der Dubstep Gun. Echt jetzt? Ich glaube sogar in Originalgröße. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Flug ins in den Weltraum. Lamborghini. Toyota Prius. Was, echt ein Prius? Ja. Das ist ja das Geile. Du kriegst ein Lamborghini, aber gleichzeitig ein Prius. Prius, ey. Eine Geiselnahme. Eine gespielte Geiselnahme. Wo jetzt du halt als Geisel dabei sein darfst. Eine Schönheitsoperation nach Wahl. Kurze Frage, ist das eigentlich bloß ein PR-Gag? Teilweise, du kannst die wirklich kaufen. Naja. Kann ja sein, dass Notch sich die kauft mit seinem ganzen Geld. Na, jetzt mal ehrlich, ist das wirklich bloß ein PR-Gag oder machen die das wirklich? Die machen das wirklich, die machen das wirklich. Wer sich das da kauft für 1 Million, bekommt auch das Zeug da. Ich glaube, das war noch anderes Zeug.
kannst du das Spiel dann halt in ein Regal stellen und so, also. Du kannst das Spiel ins Regal stellen, was es dazu gab. Ja, deswegen. Also. Naja, ist halt das Einzige, was du dir irgendwie ins Regal stellen kannst, neben der Replika von dieser Dubstep-Gun. Also so viel Zeug ist da eigentlich gar nicht bei, was man sich normalerweise halt irgendwo hinstellen kann. Okay, der Lamborghini kannst du halt nicht ins Regal stellen. In ein ganz spezielles Regal, was dabei ist schon. Aber fand ich ziemlich geil, ehrlich gesagt. So muss eine Special Edition aussehen. Aber ich, ganz ehrlich, ich finde, es ist bestimmt nur ein PR-Gag, die verkaufen das sicherlich nicht so. Doch. Echt jetzt? Du kannst dir diese Edition kaufen, Junge. Ich glaube, das ist eher ein PR-Gag. Du kannst dir das kaufen? Ich glaube das nicht. Also, es kann sich halt bloß ein Mensch kaufen, also. Bis zu der Sache mit der Schönheits-OP fand ich das noch alles okay, aber... Du bekommst halt auch das, was man für eine Million bekommt, halt so eine Reise ins Weltraum, die ist halt doch schon ein bisschen teurer. Ist halt von Privatunternehmen. Das ist dann doch billiger als mit NASA oder so. Ich glaube, $250.000 kostet so ein Flug in den Weltraum. Da gehst du ja auch nicht wirklich bis zur ISS hoch oder so, sondern bloß ja, so die unteren Schichten. Weißt du? Aber das ist dann meistens relativ scheiße. Ja, hast trotzdem Schwerelosigkeit irgendwie. Ja, aber nur ein paar Minuten. Ja, aber es ist ein Flug in den Weltraum, komm. Ich würde lieber zur ISS fliegen. Ja, für, keine Ahnung, ein paar Millionen oder wie. Da musst du ein bisschen mehr hinblättern. Das passt nicht in die Special Edition. Oder... ich glaube, ich traue dem da irgendwie nicht, diesem ganzen Geschichte. Die Replika von der Dubstep Gun, okay. Was soll denn daran falsch sein? Na ja, hallo, Schönheits-OP. Ja klar, kannst du ja machen. Oder andere Frage, wirst du noch eine andere Collector's Edition geben? Weiß ich nicht. Meinst du jetzt eine normale? Ja, eine normale. Keine Ahnung. Und nur die Replika von der Dingenscan dabei ist, Dubstep-Gun. Kann sein, dass die da auch nicht dabei ist, weil... Ja, ich weiß. Ich glaube mal, das ist halt eine Originalgroße. Oder so. Ah komm, den riesen Dödel haben sie auch überall mit reingepackt. Gab's den echt in der Collector's Edition? Ja, ich glaube schon. Also den gab's irgendwo zu holen, den könntest du dir irgendwo holen. Ah, ich glaube, der war nicht in der Collector's Edition mit drin. Aber er war irgendwo mit beim Spiel dabei. Halt ist der auch aus dem Beate-Use-Shop um die Ecke. Das bezweifle ich. Ist immer ein Riesendödel. Das ist richtig. Ist immer ein Beate-Use-Shop. Fakten erklärt mit Fakten. Dieses Mal stimmt's aber. Ja. Jetzt würde ich gerne über Themen reden, die ich kenne. E3? Die E3. Das Einzige, was du jemals in deinem Leben recherchiert hast, irgendwie. Aber das habe ich dafür ausführlich recherchiert. Ja. Oje. Hättest du wenigstens irgendwas dazu aufgeschrieben, keine Ahnung, einen Artikel oder so. Bericht? Ein Video gemacht? Womit denn? Keine Ahnung. Ah, oh, du verstehst den Gag doch. Nee, wie soll ich den verstehen? Das womit denn gesagt? Was soll man daran verstehen? Oh, du bist so ein mieser, Mistkerl. Oh, ja. Ja, die Frage sollte eher lauten, was soll man daran nicht verstehen können? Wie jetzt, womit denn? Ach, verdammt. Ich muss ja schon wieder einen tiefer. Ich bastle jetzt schon mal von der anderen Seite, damit wir hier nicht zu weit basteln. Okay, gute Idee. Das ist eine hervorragende Idee, Herr Suzuki. Oh ja. Das wird schon geil, glaube ich mal. Ja. Es wird auf jeden Fall eine annehmbare Größe haben, die eines Gentlemans würdig. Zweier Gentlemans würdig. Zweier Gentlemans. Oh, doppelte Länge. 40 Zentimeter. Genau. Rein weiter. Giraffen. Was ist mit denen? Die haben lange Hälse. Ja, das ist richtig. Statt der neuen Ausgabe vom Geolino, ja. Ach, Geolino. Junge hier, Bad Boy, weißt du? Früher mal vor. Damit musst du mal kommen.
Nee, das Magazin haben sie doch einen immer in der Schule angedreht, glaube ich. Ja, doch. Könntest du irgendwie so ein Jahresabo kriegen für. Genau. Für nichts. Also du. Ja, konntest deinen Körper verkaufen für ein Jahresabo. Macht sowas nicht. Jeder würde seinen Körper für ein Jahresabo von Dingen verkaufen. Von Geolino, ja. Oder für ein Jamba-Spar-Abo. Ein Jamba-Spar-Abo, ja. Fuck. Da wirst du aber auch zum Sparpreis verhökert, sag ich dir. Das ist wohl richtig. Verkaufen sie dich mitten auf der Straße so. Ja. So Foxconn-Style. Arbeiten bei Foxconn eigentlich Kinder? Vielleicht. Das kann dir leider keiner genau sagen. Okay. Frag doch mal bei Foxconn an irgendwie. Gib dich als Typ aus, der Chips kaufen will. Oder irgendwas Cooles da basteln lassen will. Keine Ahnung. Dann kommt man ja normalerweise auch da rein. Sonst lassen sie dich da ja nicht rein, wenn du da so als Journalist vor der Tür stehst. Hi Leute, ich würde mal gerne einen Film darüber drehen, wie bei euch die Arbeitsbedingungen sind, Leute. Gehen Sie mal bitte in diese Kamera. Da kriegst du vielleicht maximal hier so, keine Ahnung, so eine extra vorbereitete Halle, wo die dann alle super mega mäßig am Werkeln cool sind. Arbeiten sind, weißt du? Ich habe keine Ahnung mehr. Ist keine Ahnung mehr. In der Kiste sind ganz viele. Da hinter der Crafting Box sind ist Erde in der Kiste. Oh mein Gott, das sind ja wahrscheinlich 10.000 Stacks Erde. Ja, vielleicht sind es auch zwei. Okay. Kawabunga! Sollte ich mir gleich mehr machen. So. So. Ich mach gleich mal hier noch Eisen in die Truhe. So,